Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. So, wir holen hier Zwiebeln ab für die Gemüsefabrik. Genau. Und das ist die letzte Fuhre. Haben wir noch einen Rest drin, aber gut. Der bleibt erstmal hier. Wir können mal schauen, wenn wir schon mal hier sind, ob wir noch was einkaufen können, obwohl wir ja gar nicht mehr so viel Geld haben. Aber dann ist es besser, wir haben... Nee. Weil wir haben uns ja den Viehtrailer geholt. Den hier, und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir aufladen können. Und dann auch abgeben. Das können wir am besten mit den Rindern versuchen. So. Also aufladen geht schon mal. Start 24 Stück. Weiß ich nämlich jetzt gar nicht, wie viel gehen rein. Hier sind alle weg. Erwischt. Ganz schön echt eng beieinander. Dann brauchen wir hier nicht mehr so oft fahren. So, dann holen wir hier nochmal raus. 22. Dürfte dann auch leer sein. Richtig. Dann würde ich sagen, ab zum Viehhändler. Und da ist noch Platz. Oder wir fahren erst zum Schlachter. Das machen wir auch. Wir fahren jetzt erst zum Schlachter. Gucken, ob wir da abgeben können. Und fahren dann, packen da rein, was geht, und fahren dann zum Viehhändler und verkaufen den Rest. Hier sind wir auf Feld 15. Da habe ich Roggen angepflanzt. Und du bist fertig. Ja, gut. Abfahrt entlassen. Müssen wir die Ecken noch ein bisschen, obwohl sich das hier gar nicht lohnt. Das sieht ja eigentlich aus bis auf die Kurve. Gucken wir mal, wie das bei den anderen aussieht. Haben wir die Zwiebelernte auch abgeschlossen? Ach, die Zuckerrüben. Zwiebeln fahren wir ja vom Global Market rüber. Nee, das sieht aber, glaube ich, gut aus, wenn da nur die Ecken sind, die da ein bisschen rund sind. Ich glaube, da können wir, glaube ich, gut mit leben. Gut, dann fährst du weiter. Ich würde sagen, Zwiebeln hätten wir ja noch gar nicht angesehen dürfen durch die Temperatur. Karotten, Zwiebeln auch noch nicht. Nur die Kartoffeln waren möglich, okay. Dann würde ich sagen, dann fahr du erstmal
wieder zum Hof. Fahren wir zur Getreidetrocknung. Ach so. Ja, ich muss bis zur Straße fahren, weil ich ja hier nur in der anderen Richtung Kurs eingefahren habe. So, hier sind wir bei den Gewächshäusern. Da muss ich auch noch mal schauen. So, hier ist alles weg. Hier müsste ich dem vielleicht einen Ticken vorfahren. Oder wir schicken ihn einfach schon mal weg. Fahr doch mal zum... Zentrallager, Gemüseeingang, Abmarsch. Ich gehe auch aus dem Weg. Schauen wir mal, was wir hier noch rauskommen. Ich meine, das hatte ich in der letzten Folge schon gemacht. So, wir kriegen Salat noch eine Fuhre weg. Wie sieht es bei den Tomaten aus? Ist noch nicht voll. Da fehlen noch 10.000. Aber hier waren noch, meine ich, welche. So. Dann können wir zwei Touren noch von hier wegfahren. Milch haben wir momentan nicht. Ja, hier sind wir bei den Pflaumen. Das ist die letzte Fuhre auch hier von den Obstfarmen. So, alles weg. Dann fahren wir den mal zurück zum Zentrallager. So, und hier sind die Zwiebeln angekommen. Ich glaube, wir müssen für die Displays hier einmal um die Ecke laufen. Ja, die ist jetzt nicht so. Ja, auf jeden Fall, Zwiebelsack kann produziert werden. Ich meine, wir hätten ja noch Kartoffeln. Dann kannst du nämlich ins... zum Hauptlager fahren und da mal noch mal Kartoffeln rausholen. Hauptlagerausgang. Abmarsch. So, hier sind wir beim Schlachter. Da schauen wir mal, wie viele wir hier wegbekommen, ob wir überhaupt welche wegbekommen. Ach so. Ja. Wir haben so oft Schweine abgeladen, ich glaube. Aber das sah schon mal gut aus. Würde mich wundern, wenn es jetzt hier nicht gehen würde. So. 12 Tiere kriegen wir nur angeliefert. Da sind die 500.000 auch schon voll. Ja, dann, also das funktioniert. Dann gehen die anderen halt zum Viehhändler. Dann ist das so. Gut, du bist fertig. Entlassen, löschen. Jetzt machen wir noch mal einmal auf.
und ziehe mal hier eine gerade Spur entlang. Ups. Die dann wieder ein bisschen gedüngt war, schätze ich mal. Aber das hat ja hier jetzt gar keinen Einfluss gehabt. Nee, ist schon dunkel. So, der ist fast voll. Dann, wir haben jetzt Roggen auf Feld 15. Wie sieht's mit was hast du jetzt hier angesät? Weizen, gut. Alles richtig. So. Schauen wir, was können wir denn noch ernten? Tabak brauchen wir auf jeden Fall. Gerste, Hafer haben wir ein Feld. Raps haben wir ein Feld. Sojabohnen können wir noch nicht. Ölrettich, Gras. Hopfen kommt auf Feld 4, haben wir gesagt. Roggen haben wir jetzt. Dinkel. Wir könnten ein Feld mit Dinkel machen. Aber das würde ich nicht das größte nehmen. Vielleicht Feld 8. Feld 9. Oder wir machen einfach so weiter. Dann würde ich sagen, wir machen mit Dinkel Feld 1. Feld 1. Komm, ich fahre auf die Straße. Und dann ach, der füllt sich erst auf, okay. Aber das klappt jetzt sehr gut. Es füllen sich die beiden auf und bei dem der hängt hier sogar an der Brücke. Und blockiert alles. Naja. Das passt. So, die Pflaumen, dann kannst du auch noch mal zum Rinderhof. Obstfarm war alles weg. Rinderhof sind noch zwei Ladungen. Stopp, halt. Wo habe ich die denn abgeladen? Warum habe ich den zu Getränke geschickt? Wegen G wieder. Da müssen wir einmal umfahren. Mich nämlich schon gewundert. Normalerweise müsste der andere da auch hier stehen. Komm, dann fahren wir den mal hier raus. Und hier links müsste doch dann der andere stehen, oder? Ne, noch nicht. Ja gut, der wurde gerade aufgehalten von der Seemaschine. Dann können wir das doch richtig noch gut über die Bühne kriegen.
einmal nach hinten und abladen, ja. Und dann kannst du weiter zum Rinderhof. Der andere müsste aber gleich auch hier sein. Einmal Plane ab. Kartoffeln. Genau. Da haben wir noch 170.000. Dann kann die Sackproduktion wieder arbeiten. So, jetzt bin ich mal gespannt. Doch, sieht gut aus. Wir können eine fette Ladung Rinder verkaufen. Ne, wieder verschieben. 56.000. Ja, das lohnt sich doch schon mal. Und die Schweine sahen auch gut aus. Ne, sehen nicht gut aus. Okay. Da können wir wieder was abholen. Dann. Wer kommt hier? Ach, der mit den Kartoffeln. Und du bist gerade bei der letzten Geschichte. Wir können hier mal zuschauen. Also indem wir die beiden aneinander gestellt haben, holt er sich auch oh, da ist ein Ballen. Deswegen fährt er nicht weiter. Gut. Dann holen wir den mal weg. Der sollte bestimmt zu den Schafen. So. Lädt er gerade auf. So, und ihr habt es auch wieder gut. Ist auch eine Palette wieder dazugekommen. Muss man hier bei dem Wasser. Nicht. Dann stellen wir die Palette mal weg. Ne. Will er mir nicht auffüllen? Nicht schön. Gut. Ich weiß nicht warum. Müssen wir dann noch mal probieren, aber wie gesagt, 80% gefüllt. Komm, dann park dich mal hier. Hier sollen ja Karotten, quasi die anderen Erdfrüchte drauf abwechselnd. Den habe ich auch wieder hingeschickt. Und du hast doch Salat drauf. Ist wieder mit Gemüse und Gehgetränke. Nee, so ist nicht. So, einmal nach hinten. Dann kannst du auch nochmal zurück und dann wäre es auch bei den Gewächshäusern gewesen mit fertigen
Klamotten. Rinder haben wir auch abgeholt. Will gleich noch mal schauen. Ja, holen wir mal den Rotkohl hier ab. Obst, Gemüse, Eingang. Jetzt aber. Du hast abgeladen, dann fahr bitte wieder zurück. Fehlen nur Karotten. Muss ich mal gucken. Vielleicht habe ich ja noch ein paar. Dann Hühnerfleisch. Könnten wir ja auch ein paar Dosen machen. So, ich will mal hier schauen, wie viel passt denn da rein an Schwein. Ja, wir hätten denn wir gucken mal hier. Alle Jungtiere mit. Dann gucken wir. Hier sind auch noch. Zwei. Und dann fangen wir hier weiter. Gehen wir hier weiter. Oh, ist schon voll. Bestätigen. So. Dann fahren wir mit denen zum Schlachter. Gucken wir, was wir davon verkaufen können. Dann stellen wir mal eben den MB-Truck an der Seite, weil wir da ja auch an den Stall dran müssen. So, hier stehst du nicht im Weg. Kartoffeln. Haben wir denn Karotten? Karotten haben wir nicht. Wir hätten aber auch noch Zwiebeln. Lass uns mal gucken, vielleicht haben wir ja... Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Geld. 100.000. Ob wir hier Karotten kriegen? Jo. Für 600. Wir kriegen 46 in den Synchronisieren mal lieber
besser. Nicht, dass wir uns gleich wundern, dass wir doch nichts haben. Kaufen. Wir kriegen 46 in den Dings rein. Das bedeutet, wir kriegen 92 mit zwei Toren weg. Und dann holen wir uns eine, die lassen wir drin. Das sind 56.000, bestätigen. So, dann können wir die nämlich auch mit Gemüsefabrik, auch mit so. Dann fahr bitte zur Molkerei. Ich glaube, da habe ich dich in der letzten Folge auch zum Schluss hingeschickt. Und schau mal, was da so ist. So. Ja, sieht doch ganz gut aus. Unsere Bestände. Da müssen wir nur den Tankwagen da wegstellen. Dann würde ich sagen, hier haben wir eine Meldung. Feld 15 ist fertig. Das sieht gut aus. Roggen. Dann können wir den entlassen, löschen. So, schauen wir mal weiter. Dinkel, Hirse. Hirse, lass uns Hirse auf 14 machen. Können wir Hirse ansehen? Frage. Roggen konnten wir hier auch 6 Grad. Dann fahren wir den mal auf 14. Vielleicht füllt er sich auf. Wir werden sehen. Er füllt sich auf. Gut. Du hast noch nichts zu tun. Wir hatten hier nochmal eine Ladung Salat, die wir abholen wollten. Ne. Einmal hier rum. Dann kommen wir nämlich genau rückwärts ran. Sind stehen geblieben. Tür zu. Oder habe ich sie jetzt aufgemacht? Aufgemacht. Tür zu. Und dann bitte nochmal zu Obstgemüse. Eingang. So, dann ist hier alles erstmal Paletti. Wir hätten vielleicht mal schauen sollen, ob hier schon wieder Milch ist. Jo, sogar 86.000.
Dann würde ich sagen, du fährst mal zwei Touren vom Rinderhof, Milchausgang, zur Molkerei. So, können wir hier schon mal Paletten rauslassen für den LKW, der schon kommt. Ja, ganz knapp, aber einige sind erzeugen. Hier noch nicht, aber hier. Ah, kommt er nicht durch? Dann nehmen wir das selber in Hand. Ab und an ist das überhaupt kein Problem. Und dann kommt er da nicht rum. So, die ersten 16 Paletten, Molkereiprodukte zum Zentrallager. Da müssen wir dann auch, wenn wir da sind, mal schauen, was wir. Das geht aber ins Kühlhaus. Was wir da noch haben. So, liebe Freunde, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich schalte morgen wieder ein, wenn es hier weitergeht, auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.